Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel zum aktuellen SCB Verse Report. Ja, wir legen wieder los und gerade ist nicht so viel los bei Star Citizen, muss man sagen. Ja, deswegen spekulieren wir mal heute ganz fleißig. Genau, in unserem Hot Topic, da wird nämlich jetzt mal spekuliert und wir wollen euch mal alle Informationen zusammentragen, die wir über den Patch 2.2 haben. Das heißt, das ist der nächste große Patch, der kommen soll und als erstes kann man sagen, laut RTV, also Reverse the Verse letzte Woche, ist der jetzt schon im internen Q&A-Testing. Das heißt, es gibt einen fertigen Build, der wird jetzt gerade intern getestet. Und da schauen wir mal, wie schnell die Jungs da fertig sind, um das Ganze ins PTU zu launchen. Unsere Spekulation ist, Ende dieser Woche, vielleicht Anfang nächster Woche soll es da losgehen. Ja. Und was enthalten sein soll, da ja, haben wir auch ein paar Spekulationen parat. Also es heißt, ein Schiff soll Hangar-ready werden. Mhm. Unsere Spekulation, Starfarer? Ja. Mhm. Ja. Dann ein Schiff soll flight-ready werden. Unsere Spekulation? Die Saber. Hm? Machen wir mal weiter. Die verbesserte EVA-Mechanik ist angekündigt. All das sind Informationen, die wir tatsächlich haben. Also das Hangar-Ready-Schiff, das Flight-Ready-Schiff, das soll passieren. Welche Schiffe sind, das sind unsere eigenen Eingebungen. Und außerdem, ja, die verbesserte EVA-Mechanik soll dabei sein. Dann gibt es etwas zum Reputationssystem in Crusader. Ja, ja, da habe ich mir selber ein bisschen Fragezeichen auf der Stirn, weil ich nicht so genau weiß, was sie damit meinen. Gucken wir mal. Aber da gab es noch was zum Lobby-System, ne? Genau, ein kleines Update wird es höchstwahrscheinlich auch geben. Also soll auch enthalten sein. Ja, genau. Was das umfasst, wissen wir auch noch nicht. Jo. Auch reine Spekulation. Und was ist nicht enthalten? Das genau, also nicht schon. Enthalten sind höchstwahrscheinlich die Reliant und die Shion. Da wird noch an den Triebwerken gearbeitet, haben sie gesagt. Ne? Und außerdem der Holotable. Ja, der wird zwar aktuell gerade verbessert, das hören wir gleich auch nochmal, aber da wird es wohl nichts Neues zu geben im Patch 2.2. Ja, und von da aus gehen wir mal in die Weekly Updates. Ganz genau. Mhm. Und die Weekly Updates beginnend bei Around the Verse. Mhm. Da gab es ja, Optimierungsvorgänge an verschiedenen Schiffen. Mhm. Und zwar unter anderem an der Cutlass. An der Scythe. An der Gladius. Und an der Gladiator wird gearbeitet. Das heißt, die sollen jetzt fürs Spiel optimiert werden. Ja, und dann gab es noch was Interessantes zum Mobiglas, ne? Ja, da soll es einen Personal Manager bald geben. Also der irgendwie dazu oder dafür zuständig ist für das Verwalten des Inventars und der Kleidung. Also das klingt irgendwie ganz spannend. Klingt auf jeden Fall so, als wenn wir mehr Inventar und Kleidung dann auch kriegen. Yeah. Schauen wir mal. Und ein Sneak Peek gibt es auch, was wiederum zu unserer Spekulation passen würde. Und zwar gibt es neue Bilder von der Starfarer. Also, kann man sich angucken bei Around the Verse, richtig. Ein Interview gab es natürlich auch, und zwar diesmal mit Jason Cole. Der ist zuständig für als Cinematics Animator und kümmert sich im Großen und Ganzen um Dinge wie diese Senatsrede und den Einbau des Motion Capturings und die Cutscenes und auch sowas wie die Morrow Tour, ne? Genau, also der ist im Prinzip dafür zuständig. Er checkt eigentlich jetzt die ganzen Videos, die Chris Roberts vorher gecheckt hat, also die aufgenommen wurden vom Motion Capturing, versucht das Ganze in einen Fluss zusammenzukriegen, zusammenzuschnippeln. Und das ist so sein Gebiet. Genau, schaut mal rein, ist ein spannendes Interview dazu. Ja, Reverse the Verse, wie gesagt, großer Informationsträger diese Woche. Und da gab es noch ein paar mehr Infos, außer zum nächsten Patch 2.2. Und zwar die Redeemer ist gerade ja, erwähnt worden diesbezüglich. Da warten ja auch einige Leute von euch darauf. Das Dropship also und Gunboat, was zum Absetzen von den Truppen gut gedacht sein soll. Ja, da muss man allerdings sagen, die ist in der Prioritätsskala gerade nicht sonderlich weit oben. Es soll noch dieses Jahr auch weitere Fortschritte da geben, aber erst im späteren Teil des Jahres. Ja, dann was gab's noch? Genau, wieder zur Starfarer. Die wird wieder in den Verkauf kommen, haben sie gesagt, sobald sie denn auch Hangar-ready ist. Das heißt, wenn das mit Patch 2.2 wird, Leute, sichert schon mal die Kohle, wenn ihr sie haben wollt, denn dann wird sie auf jeden Fall nochmal zum Verkauf angeboten werden. Ja, und dann zum Organisationssystem, wolltest du auch noch was sagen? Das wird ja immer wieder nachgefragt, ne? So ist es. Da gibt's nicht viele Informationen zu, außer, dass Ben Lesnick schon mal einen Blick drauf werfen konnte und wohl sehr begeistert ist. Also das bedeutet einfach nur, es ist im Hintergrund im Arbeit. Wann es soweit kommt, dass wir das neue Organisationssystem kriegen, wissen wir leider an der Stelle noch nicht, außer dass eben daran gearbeitet wird. Ja.
Dann abgeschlossen ist jetzt die Trennung von Squadron 42 und dem Persistent Universe. Da wurde auch ein Artikel jetzt für euch übersetzt von SCB. Da sind auch ganz viele Fragen geklärt, von den Preisen, was wir auch schon mal gesagt hatten, bis warum es getrennt wurde, welche Vorteile, Nachteile. Mhm. Also ganz wichtig ist einfach, dass es trotzdem dasselbe Universe ist, also trotzdem ein zusammenhängender Teil im Prinzip ist, obwohl es getrennte Spiele sind. Genau, hängt aber alles zusammen. Und was auch wichtig ist, dass sich für bestehende Backer, also Leute, die schon eingestiegen sind, nichts weiter ändert. Wenn ihr dazu nähere Informationen haben wollt, also im Detail, dann guckt mal in den SCB-Artikel, die haben euch das alles aufbereitet und auf Deutsch übersetzt. Ja, 10 for the Developers war das, ne? Ja, das nächste. Da gab es 10 neue Fragen. Wir haben uns mal 3 rausgepickt. Und eine Frage war zum Beispiel, wie ist denn das jetzt eigentlich, wenn ich einen Alien ausgenockt habe, kann ich dann seine Rüstung anziehen? Und da hieß die Antwort, nein, das könnt ihr nicht. Denn das geht irgendwie rein physikalisch nicht von der Größe, genau. Weil die viel größer sind als wir Menschen. Und deswegen wird das leider nicht gehen, aber es kann schon sein, dass es Rüstungen geben wird, die vom Design her sehr ähnlich sind und von den Materialien. Genau, wenn man sich also überlegt, dass auch Aspera zum Beispiel, der Raumschiffhersteller, ja die Scythe oder die Glaive nachbaut von den Vanduul, dann könnte man sich auch überlegen, dass es vielleicht Hersteller gibt, die entsprechende Rüstung nachfertigen, dann aber in Menschengröße. Nur die Vanduul sind halt deutlich größer als wir, darum funktioniert es da nicht. Ja, weiter ging es dann mit einer sehr schönen Sache zur Charaktererstellung, und zwar mit Größe und Gewicht, ob man das denn beeinflussen kann, ob das veränderbar sein wird. Und da haben sie gesagt, die CryEngine ist da ein bisschen empfindlich, was das angeht. Es wird nicht so einfach möglich sein. Aktuell arbeiten sie tatsächlich eher daran, auch das Gewicht, glaube ich, mit einzubringen und dass sich das verändern kann als die Größe, weil wie gesagt, mit den Charaktermodellen ist es nicht ganz so einfach, das zu machen. Ja, und wie ging es dann noch weiter? Dann war noch dann was zum Klettern. Ne? Genau. Ob es quasi eine manuelle Kontrolle über das Klettern geben wird auf Leitern. Und da haben sie gesagt, ja, wird es geben. Also es wird so sein, dass es quasi verschiedene Tempi-Modi, sagt man so, ne? Tempi-Modi geben wird. Also ein langsames Herauf- oder Abklettern, normal oder wenn Notfall ist, ganz schnell. Oder sogar, dass man abspringen kann von verschiedenen Stufen der Leiter. Genau, so ist es. Also ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass man so, kennt man ja vielleicht irgendwie so ein bisschen von der Feuerwehr oder vom U-Boot, dass du diese Leiter runterrutscht, weißt du? So, ja, genau, wenn du irgendwie Stange schnell runter musst. Genau, oder das, ja, genau. Also da wird es auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten geben. Lasst euch überraschen und schaut mal bei 10 for the Developers rein, 10 Fragen an die Entwickler, auch von SCB übersetzt. Da sind natürlich noch mehr spannende Antworten und Fragen dazu drin. Ja, weiter geht's mit einem Galactic Guide diesmal. Ja, und zwar Horus. Mhm. Und das fanden wir echt irgendwie ganz spannend. Ne? Also eigentlich, okay, fangen wir von vorne an. Also für zwei Jump Points ist das Ganze bekannt. Einmal zu Serling und Xian? Nicht ganz. Nee? Nee. Und zwar zwei Jump-Points, die ins Xian-Reich gehen. System genau. Und ins Reich gehen. Genau. So, und genau. Serling ist einer der großen Planeten. Ja. Das ist Horus 2, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Gut, dass ich dich habe. Ja, ich gucke da immer gerne rein. Das ist halt auch so ein bisschen mein Steckenpferd, dass ich mich über diese Planetensysteme so gut informiere. Das heißt, interessant ist es wirklich, weil Horus sehr direkt an der Grenze zum Xian-Raum liegt. Das war früher eben so eine tote Zone. Also da durfte man nicht so sehr rein, als dieser kalte Krieg herrschte zwischen den Xian und dem UAE Empire. Jetzt ist es dafür viel interessanter, weil die Grenzen offen sind und dass es als großer Handelspunkt genutzt wird. Ja, und dich hat vor allem eben dieser Planet in der Mitte fasziniert, ne? Also der jetzt gerade da als rotierender, wie war das, aber gebundener nicht, Planet genau, ist. Genau, ne? Also dreht sich nicht um die eigene Achse. Mhm. Und dann gibt es diese Terminator-Linie, das hat mich eigentlich interessiert. Genau. Und das ist nämlich der einzige Spot, wo Leben stattfindet. Mhm. Und das Interessante daran ist, diese Terminator-Linie, wo die drauf leben, also es ist dann so, der Planet wird von einer Seite beschienen, also da ist es hell, und die andere Seite ist eigentlich immer dunkel. Mhm. Und jetzt haben sie sich natürlich überlegt, okay, cool, wenn wir da leben wollen, wie machen wir das Ganze? Und eigentlich wurde es jetzt so aufgeteilt, dass zum Beispiel alle Geschäfte, alle Arbeitsplätze, deswegen gibt es auch reichlich Arbeitsplätze, eben in der hellen Seite sind. Und die Wohnungen wurden eher im dunklen Teil gebaut, damit man so ein Gefühl hat von Tag-Nacht-Rhythmus. Mhm, das ist echt cool. Ja, allerdings spannend. Muss man dazu sagen, dass es natürlich auch so seine Eigenschaften mitbringt und vor allem seine Auswirkungen auf den menschlichen Organismus hat. Psychische Belastung ist da vorprogrammiert. Also wenn ihr das Ganze besucht, wird auch in der Reisewarnung gesagt. Also es lohnt sich auf jeden Fall einen Besuch dorthin, aber man soll eben auf die Auswirkungen achten, genau, steht da drin. Genau, zum Beispiel Depressionen könnten oder Verstimmungen könnten
Auftreten. Genau, ja. Also es ist total spannend. Schaut mal rein in den Galactic Guide, der ist natürlich noch ein Stückchen ausführlicher als das. Das waren so ein bisschen die Eckpunkte da dran. Genau. Hat auch eine coole Hintergrundgeschichte, wurde auch von euch für euch von SCB übersetzt. Also da gibt es ein paar neue Infos dazu. Ja, und dann gab es noch ein Portfolio, was angefertigt wurde, auch übersetzt, und zwar zur ARC, der Arche, unserem Wissensarchiv. Ne? Genau, das haben wir letzte Woche auch schon und auch im Monatsreport sind wir darauf nochmal eingegangen, erklärt. Also auch ganz spannend, das war ja alles unter der Herrschaft von Ivar Messer, das hatten wir dazu erklärt. Und seitdem ja die Messerfamilie ans Messer geliefert wurde, trat dann später Leon Marshall, hieß er, ne? Auf. Und er wollte eigentlich die ganzen Beziehungen wieder ins gute Licht drücken und mit anderen Species zusammen eine Diplomatie wieder erschaffen. Und da wurde unter anderem dann die Arche errichtet. Das war so seine Traumvorstellung, weil er ganz klar der Meinung war, es ist wichtig, dass Leute einen Zugang zu Informationen haben, um auch wieder Vertrauen aufzubauen. Ja. Genau. Und die Arche, wie gesagt, hatten wir letztes Mal erwähnt in Bezug auf das Tayak-System. Dort ist die nämlich verortet und ist heutzutage noch der größte Aufbewahrungsort aller Informationen. Genau. Und ganz besonders stolz sind sie eben auf die Star-Map, die wir jetzt auch schon von der Website kennen. Das ist bisschen mit der größte Informationslieferant. Wenn ihr mehr Infos dazu haben wollt, wie die Arche aufgebaut ist, wie die Geschichte ist, ist nämlich ein spannender Hintergrund dazu. Guckt mal bei SCB auf den Artikel, da ist alles nochmal für euch übersetzt und in sehr ausführlicher Weise beschrieben. Ja, apropos, du hast ihn gerade schon erwähnt, den Monatsreport, da können wir nochmal drauf aufmerksam machen, ne? Genau, den haben wir auch gemacht, haben uns da auch ein paar Punkte rausgenommen, was für uns so im letzten Monat eigentlich die essentiellen Punkte waren. Also da könnt ihr auch reinschauen und ja, über euch ein bisschen informieren, was so im Januar passiert ist vor allem. Und wir gehen dann weiter auf den Channel und da haben wir Schiffsguides wieder für euch gemacht. Da waren Weezen und Sawyer wieder fleißig. Genau, da fand ich auch einen sehr schönen Kommentar. Übrigens mein Lieblingskommentar, den muss ich mal reingeben, weil Weezen da an der sagte, das sind so Wald- und Weezen-Raketen. Ah ja, siehst du. Und wo es sehr lustig, weil ihr da drunter geschrieben habt, dann nicht Wald- und Weezen, sondern Wald- und Weezen-Raketen. Ja, siehst du, dass ich hier auch mit meinem Weezer... Genau, fiel mir gerade dazu ein. Fand ich total gut. Auf jeden Fall vielen Dank für den coolen Kommentar. Ja, zwei Schiffsguides haben wir gemacht. Den ersten zur Avenger, der war auch von euch auf jeden Fall gewünscht und wurden auch viele schöne Kommentare abgegeben dazu. Übrigens, für alle großen Fans habe ich extra noch ein Wallpaper erstellt. Das hattet ihr auch euch gewünscht, dass man einen Desktop-Hintergrund hat mit der Avenger. Habe ich mich dann nochmal rangesetzt und einen für euch gemacht. Könnt ihr auf unser Google Plus-Profil abrufen. Genau. Und ansonsten haben wir außerdem einen zweiten, das war dann so eher meine Richtung, einen zweiten Schiffsguide gemacht und zwar zur Cutlass als erstes kleines Multicrew-Schiff. Ja, und von dort aus werden wir dann die Reihe in jedem Fall fortsetzen und das führt uns eigentlich dann zu unserer letzten Kategorie, ne? Genau, zu Interaction. Da haben wir euch ja gefragt, welche Flight-Ready-Schiffe würden euch denn am meisten interessieren? Und ich lese einfach mal vor. Genau, also ihr habt gesagt, die Avenger, 36%, die würdet ihr interessant finden und habt ihr ja gleich aufgenommen. Umgesetzt, genau. Mhm. Dann die Aurora LN waren 14%. Die Gladius 22%. Die wird auch dann demnächst kommen. Ne? Genau. Die werdet ihr demnächst behandeln. Und die Cutlass Black 14%. Habt ihr auch schon? Die gibt's schon, richtig. Und die Anvil Gladiator 15%. Genau, und von da aus geht's weiter. Wir haben auch über die Episoden ganz viel Feedback weiter von euch erhalten, was ihr noch haben wollt. Und einer der größten Wünsche übrigens, das jetzt auch nicht im Rating drin war, das ich an der Stelle nochmal sagen will, ist die Origin Systems 325A. Ja, die werden wir machen, die wollen ganz viele von euch haben, aber die ist gerade für den neuen Patch in der aktuellen Überarbeitung der Stats und der ganzen Hardpoints. Das bedeutet, da werden wir uns noch ein bisschen gedulden und gucken, wie wird sich das Schiff wirklich dann endgültig klassifizieren. Und dann kommt auch sofort der Starship Guide dazu. Wir haben es nicht vergessen. Wir warten nur darauf, dass wir Informationen kriegen. Ja, apropos Informationen kriegen. Informationen, es geht weiter. Und zwar am nächsten Donnerstag, Let's Crash. Ja. Am 18.02. Also schaut da unbedingt wieder rein und ja, das ist so unser Ausblick für diese Woche. Genau, live auf Twitch geht's dann da weiter mit unserer Show. Also von daher freue ich mich, wenn ihr da ganz, ganz zahlreich im Chat und als Zuschauer erscheint. Das wäre sehr schön. Ja, und ansonsten vielen Dank, dass ihr uns jetzt zugeschaut habt, dass ihr dabei wieder seid und auch vielen Dank an der Stelle an unsere Jungs von SCB, die einen großartigen Job machen mit dem ganzen Übersetzen der ganzen Artikel. Schaut da auch nochmal rein und hinterlasst ihnen vor allem auch ein paar nette Kommentare.
ja, abonniert unseren Channel, wenn euch die Infos gefallen. Hier geht es dann auf jeden Fall so weiter. Liked und disliked uns. Und wenn ihr uns ganz besonders gerne unterstützen wollt und wirklich was direkt für uns tun wollt, dann schaut auch mal bei Patreon vorbei. Da haben wir ein Profil und vielleicht findet ihr da was, was euch interessiert. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank. Ja, ich danke dir, Sonja. Und wir machen hier auf jeden Fall weiter und wir freuen uns, wenn ihr nächste Mal wieder dabei seid. Und in dem Sinne verabschieden sich jetzt Cecilia und Sawyer mit einem gemeinsamen See you on the flight deck.